Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Minecraft Sky Factory 3. Und es lag gerade so, okay. Jetzt geht's wieder. ja, wir sind immer noch im selben Problem, dass einfach das Switchboard sich zu langsam verfärbt und wir dadurch einfach viel zu lange brauchen, bis wir zu Netherquartz kommen. Hier bewegt sich hier nichts mehr, ne? Wieso? Wieso haben wir hier... Ich verstehe das nicht. Warum kommt hier ab und zu Sand rein? Macht ja wirklich keinen Sinn. Warum kommt da Sand rein? Okay, wir brauchen immer noch mehr Erde. Das können wir hinkriegen, indem wir zum Beispiel Holz ernten hier. Oh, da ist ein Name drin. Ein Complex Creeper. Wieder kein Enderman. Das heißt, wir müssen echt darauf hoffen, dass wir Enderperlen Kissen finden. Pfeil auch weg. Was haben wir drin? Oh. Ein Juicer, okay. Ein Juicer haben wir gefunden. Also wir können aus dem Äpfel Saft machen. Ja, warte, was macht sogar Sinn? Äpfelsaft. Speed 0,3, echt kann man Speedpilze. Komm, keine Ahnung. Von Speed merke ich immer nichts. Das war falsch. So. Da, da, da. Oh. Aha. Slime Balls. Ich könnte ich den ganzen Boden mit Slime bedecken, wo? Kann ich, also Slime. Kann ich Slime Dirt machen? Konkret, gegen Slimeblock. Ist das echt, warte mal, werden die Slimeblöcke auf den Slime gebaut? Einfach so, die Slime. Nee, geht nicht. Dirt. Ach was! Oh, toll, wir brauchen so viel! Aber irgendwie wäre es auch interessant, ne? Ich
glaube, ich baue mal hinten raus irgendwie mal so ein Slime-Paradies. Ich kann mir das hier hinten raus mal bauen, auch mal so als Witz. So. Jetzt verlängern wir mal hier den Boden einfach so. Okay, ich brauche noch mehr Steine. Das ME-System ist ja auch so bereit. War das Crafter? Crafter. Auto. Pater Grid. Pater Engoda. Für was brauchen beides? Hä? Wie? Okay, wir haben wohl nichts von dem allem. Okay. Ja, wir brauchen eindeutig mehr von denen. Quarz. Kommt hier raus wahrscheinlich, oder? Also Quarzerz. Falsch. Da. Ein Sieb gelassen. Kompressorsand. Das Problem ist, dass wir zu wenig Sand produzieren, würde ich mal behaupten. Das Hauptproblem. Also wir müssen fast nochmal eine Produktion machen, um Sand herstellen. Danach kommt noch Phantomresonanz. Wir brauchen eine EME-Leitung. ME-Kabel. Kann ich das nicht herstellen? Okay, wir können mit Eisen und Netherquarz könnten wir es auch herstellen. Ich glaube, das müssen wir auch so machen jetzt. Und sonst komme ich glaube zu gar keinem Strich. So, okay. Okay, das Ding ist, hier läuft es ja nicht mehr rund. Hat schon Sand drin. Okay, wir müssen den Sand da rauskriegen. Also ich muss kurz hier mal da reingetan, ne? Ja.
Okay, wir müssen den Sand da rauskriegen, weil wir sonst hier die Leitung gestopft haben. So. Müsste sich das Problem eigentlich automatisch lösen. Wir haben zu wenig Energie hier. Das ist schon mal klar. Jetzt wird es auch schon ein bisschen schneller laufen, das Ganze. Okay, okay. Wir wissen, was wir mit System. Okay, also. Falsch, stopp. Quarz, das war rein. Silikon rein. Kupfer rein, so, okay. Jetzt haben wir schon ziemlich viel belegt, ne? 364 Items sind schon drin von 9000. Das hat schon eine Bank schon bereits. Okay, wir haben noch kein Holz drin. Okay, Glas. Super. Okay, es fehlt uns eindeutig an Scheiben. So, Glas. Haben wir hier noch Glas? Wenn nicht, können wir noch herstellen. Glas. Okay, wir müssen Glas herstellen, das heißt, wir brauchen mehr Sand. Mehr Sand, zack. So, 4, okay. Ja, es fehlt uns eindeutig jetzt ein Glas. Ich müsste mir, ach, so viel möchte mir eigentlich. Eigentlich kann ich alles reinwerfen, was für die Produktion jetzt von schlaggebend ist. Sticks, alles, was man habe, ich brauche mal Sachen herstellen. Okay, jetzt ist es was voll, alles klar. Was machen wir jetzt für noch weitere Chips bauen? Ich jetzt ein 1,64K Chip machen möchte, Disk. Ich würde das gerne automatisieren, das heißt, ich würde gerne die Pattern bauen. Also der Pattern Grid. Okay, jetzt müssen wir die hier bauen. Hier fehlt jetzt auch ein Glas.
Okay. Printed Silicon, Redstone. Okay. Bauen wir das mal. Warte mal, wenn ich einen Exporter nehme, dann sollte etwas aus meinem Mail-System rausgehen, das ich verstehe. Oder das Import ins Mail-System rein. Ich baue mal einen Importer mal kurz, einfach zum Testen. Importer. Ein Importer brauche ich dafür. Ja. Also ein Importer zum Testen. So. Was war das andere? Basisprozessor. Redstone, Silikon. Das war das hier. Und Silikon. Ja, ich habe Silikon nicht genommen. Ich sag das, man muss jetzt mit alles denken mitzunehmen. Nee, nicht der Quarzbrennen. Das Silikon. Und so kurz wieder rein. So, okay. Okay, also. Das haben wir schon. Und jetzt hier. Printed Silicon, Redstone Gold. Okay, die Holzkohle mal ein bisschen raus etwas. Sie sollte wenn halt auch cool, wenn man die schon beschleunigen könnte. So, okay. Jetzt baue ich das kurz ab hier. Jetzt muss ich jetzt wieder rankommen, das Ding jetzt halt, ne? An Ei komme ich erst ran, wenn ich das Oberhaupt, noch eins Oberhaupt platziere. Habe hier ein Holz, das ich hinstapeln kann. So. Bin ich mal gespannt. Redstone, Printed Silicon und das hier. Bin gespannt, Gott, geht es jetzt automatisch in mein System rein? Geht, okay. Also Import ist, wenn es rauszieht, Exporter ist, wenn man das als Lager nimmt eigentlich. So, okay. Gut, so weit, so gut. Oh, schauen die Monster mal wieder da. Also, so, wie gesagt, eigentlich müsste ich jetzt schauen, dass ich, ich
Ich muss danach mit der Kabelbinde noch hinten durch und mich richtig besinne. Wir werden sehen. Also ich werde jetzt mal schauen, dass ich jetzt hier mal diesen Pater baue. Der Pater, der Grid, oder? Ja, Pattern Grid, okay. Vielleicht, vielleicht nur das Grid noch. Okay, vielleicht meine ich das noch. Das heißt, die Basisprozessoren und über Glowstone. Jetzt muss wieder Glowstone, okay. Das können wir sogar beschaffen. Das sogar stackweise, sehr gut. Da läuft wenigstens was. So. Oder zwei. Falsch, so. Ach, zwei. Okay, jetzt habe ich natürlich ziemlich viel Ressourcen verballert. Was fehlt jetzt da? Basisprozessor? War das mit dem Eisen? Haben wir noch Eisen-Dinger da? Ja. Also ein bisschen was herstellen wieder. So, jetzt müssten wir eigentlich. Okay, ein bisschen Glücksersbar noch. So. Okay, so. Genau, hier tun wir die Rezepte rein, die nur zusammengecraftet werden. Und da müssen wir den Encoder noch bauen. Der baut dann die Sachen zusammen, die bisschen komplizierter sind, sag ich jetzt mal. So. Also Encoder. Das Encoder. So. So, zwei Disketten haben wir. Okay. Das sind alles Schritte, die eigentlich wir automatisch machen könnten. Rein theoretisch. Das wäre zum Beispiel schon ein Pattern wert. Jetzt schon hier Pattern könnten. Oh. Oh. Achso, es ist Nacht. Ja, logisch. Unsere Zeit zum die Folge zu beenden. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und dann sehen wir uns wieder morgen. Nee, übermorgen. Zur nächsten Folge von Minecraft Sky Factory 3. Bis dann und bye bye. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende. Aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.